Leute, was geht? Das ist der zweite Teil der Story mit diesem Titel hier. Drei Morde von Psychopathen verarscht, Teil 1. An der Stelle möchte ich mich erstmal für den Support bedanken. Dieses Video hat auf dem zweiten Kanal Hauptkanal-Niveau erreicht. Diese Story haben sich 220.000 Menschen reingezogen. 25.000 Leute haben es geliked. Knapp 1.000 Menschen haben es kommentiert und alle sind am Mitfiebern. Also finde ich sehr, sehr stark. Ich könnte jetzt die ganzen Kommentare hier vorlesen. Sehr motivierende Wörter und Sätze. Aber das ist nun mal das Ding auf YouTube. Manchmal rechnet man nicht damit, dass Sachen viral gehen. Weißt du, ich meine? Ich weiß, ich kann gut Sachen erzählen. Helle, wenn ich ins Detail gehe, hört man mir sehr gerne zu. Sonst wäre ich ja nicht da, wo ich bin. Deswegen bedanke ich mich erstmal, dass ich so viele Menschen mit solchen Videos erreichen kann. Ich bin erschrocken, wirklich, wie viele Menschen mir geschrieben haben nach diesem Video. Sei es Frauen oder sei es Männer, die wirklich dasselbe durchlebt haben. Mir haben, Buck, wirklich, es haben mir wirklich Minimum 50 oder 60 Leute geschrieben, hey, ist es die und diese Person? Ich habe eins zu eins dieselbe Geschichte, was ich niemals glaube, Bruder. Da wurden bestimmt welche schon verarscht, im Sinne von, der hat Geld, der hat dies, der hat das. Aber Bro, ich habe 40 Minuten so detailliert erzählt. Dennoch war ich neugierig, habe manchen geantwortet und habe gefragt, ist das diese Person? Nein, ist nicht. Nächste. Die zweite Frage, die sich jetzt gerade jeder stellt, ist, was ist danach passiert? Weil ich habe ja das Video so beendet, indem ich gesagt habe, aus dem Nichts kam wieder Kontakt zu dieser Person. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Und ich habe bis zu diesem Moment gewartet, wie ich das entscheiden will und wie ich das machen will. Aber ich entscheide mich dafür, dass ich auf die Kacke hauen werde. Denn wer drei Monate mit einem Menschen und seinen Gefühlen spielt, im Sinne von, der ist gestorben, das ist passiert, das ist passiert, das passiert. Meine Mutter wurde eingemischt. Dies, das. Der verdient meiner Meinung nach kein Mitleid. Der einzige Mitleid, den ich geben kann, ist, diese Person zu schützen und niemals ihre Identität zu verraten. Aber sonst werde ich alles jetzt im zweiten Teil wieder detailliert erklären. Warum? Weil ich möchte, dass ihr lernt. Ich bin nicht euer Vater. Ich bin nicht irgendwie ein Familienmitglied von euch. Natürlich gibt es viele Menschen von euch, die zu mir halten und mich mögen, mir gerne zuhören, mich zu solchen Positionen gebracht haben, dies, das. Aber mein Ziel ist es mit den Videos nicht, einen Haufen Geld zu verdienen, Bruder. Ich weiß, wie man Aufrufe macht. Ich könnte auch hingehen und 8000 Lügengeschichten erzählen, wenn es nach dem geht. Aber ich bin echt, Bruder. Und deswegen, was für Spannung ist mir noch? Nein, ich will nur sagen, dass ich alles der Tat erkläre und nichts weglassen werde. Ich werde niemanden beleidigen oder was auch immer. Ich meine damit einfach nur, dass ich es jetzt im Detail erklären werde, was danach passiert ist. Und ich werde alles auflösen, was echt war und was nicht echt war. Das wollte ich nur sagen. Bitte, Chat, benimmt euch nicht wie Kinder. Hört einfach mal vernünftig zu und versucht mal richtig zu deuten, was ich euch versuche zu erklären, Bruder. Nervt nicht. Okay, wir machen erstmal da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe euch gesagt, dass ich den Kontakt abgebrochen habe, nachdem ich gesagt habe, dass sie die Chance hat, die Wahrheit zu sagen. Das heißt, ich mache eine Sprachnotiz, wo ich sage, ich bin jetzt da bei der Wache, du bist hier nicht, du hast mich von A nach B geschickt, mich mit einer anderen Nummer angeschrieben, Goya von der kleinen Schwester, die auch hier hingeflogen ist, die war nicht da, ich habe gesagt, sag die Wahrheit, sie hat nicht die Wahrheit, schickt mir ein Fake-Bild, wo halt man sieht, dass es ein deutsches Büro ist und nichts mit einer Polizeiwache aus der Türkei zu tun hat. Mache ich zwei Sprachnotizen, ohne Beleidigung, wirklich, ich mache Sprachnotiz, sage den Namen und sage, guck mal, du hast mich jetzt lang genug an der Nase geführt. Tu dir selber den Gefallen und sag mir die Wahrheit. Sie hat weiter den Film geschoben, im Sinne von, nein, ich bin hier wirklich, aber lass uns morgen treffen. Hier wohne ich wirklich, ich lüge nicht, bla bla. Ich so, okay, du machst es also weiter. Dann kann ich dir nur eins sagen. Ich hoffe, Gott wird dich recht leiten. Lösch meine Nummer, lösch den, schreib der Person nicht. Komm ja nicht auf dumme Ideen, weil ihr wisst, wer sich mit mir anlegt, wirklich jetzt, wer sich mit mir anlegt, auf dieser ernste Schiene und unter die Gürtellinie geht, Bruder, hat ein Riesenproblem. Und das ist mir aufgefallen, nachdem ich wieder mit ihr in Kontakt kam. Normalerweise muss ich aufpassen, was ich in diesem Stream sage, aber ich möchte euch einfach die Wahrheit sagen, genauso wie es passiert ist. Ob es gut ist, ich wiederhole hier, okay? Falls dieses Video viral gehen sollte oder auch nicht und Leute Ausschnitte von mir irgendwo was kommentieren und mich schlecht darstellen wollen, bitte kommentiert und nimmt mich in Schutz, weil ihr kennt die gesamte Story. Menschen, die nur eine Aufmerksamkeitsspanne von der Fliege haben, werden immer was Dummes kommentieren. So, ich will mich einfach ein bisschen schützen und ich erwarte es auch von der Community, dass sie mich auch schützt, wenn jemand über mich scheiße redet. So, jetzt geht's los. Die wird nicht so lang sein, denke ich. Als ich damals gesagt hatte, also letzte Woche, dass die Story jetzt nicht 40 Minuten gehen wird, ist sie aus Zufall wirklich 40 Minuten lang. Dafür kann ich nichts. Ich denke, das wird jetzt so 10, 15, maximal 20 Minuten dauern. Deswegen, konzentriert zuhören, wir fangen an. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, Jan, wie bist du wieder mit dieser Person in Kontakt gekommen, wenn du weißt, du wurdest verarscht und angelogen und vielleicht auch irgendwo ausgenutzt?
mit Emotionen oder was auch immer. 2 Wochen sind vergangen. Ich habe meine Dinge gemacht, die Jungs waren hier, bla bla bla. Und ihr müsst euch so vorstellen, in dieser Phase, wo wir Kontakt hatten, wo man auch geschrieben hat, haben wir auch oft Okay gespielt. Kennt ihr Okay? Ich habe auf meinem Handy original 2 Spiele. Backgammon, also Tabla und Okay. Und keine Ahnung, als ich damals nach Las Vegas gefahren bin, habe ich mit ihr Okay gespielt und so. So, weil die Zeit dann immer schnell umgeht. Man spielt irgendwie bis 21, das dauert immer maximal eine Stunde. Ist gechillt, Bruder, ich liebe Okay, ist geil. Und nein, ich möchte jetzt keine DM von Instagram bekommen, von irgendwelchen Frauen. Mir haben wirklich nach diesem Video so viele Frauen geschrieben, die auch wirklich gut aussehen und so. Aber versteht mal eine Sache. Natürlich habe ich in dem Video gesagt, dass ich hin und wieder Frauen antworte. Ich bin aber nicht auf der Suche nach einer Beziehung gerade und ich will auch nicht auf Krampfchen antworten. So viele Frauen haben geschrieben, hey Jan, wie geht's? Mir ist das auch mal passiert. Hey Jan, soll ich dich mit Lambo abholen? Hey Jan, soll ich das machen? Weil die es witzig finden, weißt du? So, ich finde es auch witzig, ist cool, ich erzähle euch was. Aber versuch mich ernst zu nehmen bitte, okay? Dankeschön. 2 Wochen sind vergangen. Ich liege im Bett und bin um 3 Uhr morgens wach. Okay? Ich habe diese Person überall blockiert. Ich habe die Person überall gelöscht. Von den ganzen Handys, auch von meiner Mutter aus und so weiter und so fort. Aber auf diesem Handy gibt es ja noch diese Spiel-App, richtig? Okay, kann man ja spielen. Und bevor ich hier weiter erzähle, noch einen Satz, den ich vergessen habe zu sagen. Die Person hat das erste Video gesehen, um die es sich hier gerade handelt. Sie weiß ganz genau, dass ich darüber gesprochen habe. Sogar an dem Tag, als das Video online kam, hat sie den Stream nicht geguckt, aber hat den Upload gesehen, genauso wie ihre Geschwister. Und hat mich dann gefragt, was ist dein Plan? Siehst du jetzt wirklich durch? Willst du mich f***en? Dies, das, dies, das? Ich habe ihr nicht geantwortet. Doch, auf diesen Satz habe ich geantwortet und habe gesagt, ich habe diese Story erzählt, damit die Leute aus meinen Fehlern lernen und dass sie in Zukunft keine Fehler machen. Ohne Beleidigung, ohne nichts. Dann hat sie mir gestern wieder geschrieben, 5 Sätze, worauf ich nicht geantwortet habe. Sie hat mir geschrieben, wenn du den zweiten Teil machst, pass bitte auf, dass du nicht alles sagst, weil du weißt, ich bin so und so und so und so, das kann und das kann passieren. Und das war halt die ganze Zeit die Überlegung, wenn ich jetzt erzähle, erzähle ich es vernünftig oder nicht. Aber ich werde es vernünftig erzählen, weil ich nicht möchte, dass ihr auf emotionale Fallen reinfällt. Okay? So. Dass ich dieser Person nicht mehr vertraue, ist klar. Dass ich mit dieser Person auch nichts, Persönliches mehr zu tun haben möchte. Schreiben geht immer, kein Problem, schreib mir, wenn du was auf deinem Herzen hast, ich antworte dir. Aber dass ich mich mit dieser Person niemals wieder treffen werde, ist ja völlig logisch. Weißt du, ich meine? Wo waren wir stehen geblieben? Bei dem Spiel. Ich habe diese Person überall blockiert, man kann nicht miteinander schreiben, keine SMS, ist nichts, gar nichts. Es ist 3 Uhr morgens und ich kriege eine Spieleinladung von Person X, weil wir des Öfteren Okay gespielt haben, Bruder. Ihr stellt euch vor, ihr blockiert jemanden, ihr wisst, ihr lacht gerade, Digga. Ihr lacht gerade, für mich war es aber mies gruselig, Bro. Weil ich habe mit dieser Person abgeschlossen und dann irgendwie auch nicht. Weil du willst ja auch die Wahrheit wissen. Sie wollte mir ja nicht, also das ist, dass viele Sachen davon gelogen waren, waren ja klar. Aber ich habe die Wahrheit verdient. Wenn du 3 Monate mit mir spielst und dir einen Film aufgezogen hast, was Hollywood-reif ist, dann willst du die Wahrheit wissen. Richtig, Chat? Also jeder von euch wird sich doch wurmen. Was ist passiert? Warum hat sie das gemacht? Was ist echt? Was ist nicht echt? Ich sehe diese Einladung, klicke drauf. Fehlgeschlagen, weil ich zu lange gebraucht habe, weil ich mir denke, aber okay, was will die von mir? Ich lade sie ein. Komm, wir spielen. Man kann da auch nicht chatten und so, Chat. Das heißt, wir haben einfach gespielt. Von 3 Uhr morgens bis 4 Uhr morgens Okay gezockt. Falls ihr euch fragt, ob ich diese Partie verloren habe, ja, ich habe die Partie verloren. Ganz knapp, sie hat mit 2, 4 Punkten oder so gewonnen gehabt. Um euch mal ein bisschen zu entspannen hier. So, dann ich die Person entblockiert und sie hatte mich auch blockiert und sie mich auch entblockiert, weil ihr wisst doch, wenn man spielt, dann schreibt man darüber, ey, Glück gehabt, Pech gehabt, gut gespielt oder was auch immer. Ich entblockiere die Person, sie entblockiert mich auch, beide sind online. Beide warten da, Horrorfilm, okay mit Personen. Digga, voll viele haben geschrieben, das ist eine Horrorstory. Es ist keine Horrorstory, Digga. Es ist einfach eine Real-Life-Story, die mir passiert ist. Ich finde das nicht gruselig. Chill mal. So, kennt ihr diesen Moment, wenn du mit jemandem Streit hast oder mit jemandem keinen Kontakt hast? Ihr beide seid aber online und ihr beide wisst, ihr seid gerade auf euren Chat und beide warten nur darauf, dass jemand was schreibt. Kennt ihr alle, oder? So, da ich ja der Typ bin und der Mann bin und ich sehe, da kommt nichts, mache ich den Anfang. Weil sie denkt sich ja auch, ich habe den Jungen 3 Monate lang verarscht. Verarscht oder nicht verarscht, werden wir jetzt gleich herausfinden. Ich schreibe lieber nicht, ich lasse ihm auf ihn zukommen. Ich schicke Mittelfinger, weil ich ja verloren habe. Sie macht den Smiley. Mit blonden Haaren. Aber sie hat ja keine blonden Haare, die hat braune Haare. Ich so, seit wann hast du blonde Haare? Was hat sie dann gesagt? Keine Ahnung. Irgendwas war da. So hat das Ding angefangen. Das waren die ersten 3 Wörter, die man geschrieben hat. Nach diesen ganzen Debatten und nach diesen ganzen Situationen. Danach habe ich einen Satz reingeschrieben. Es ist mittlerweile 4 Uhr morgens, Chat, ne? 4 Uhr morgens. Wann hast du vor, die Wahrheit zu sagen? Geht wieder offline. Und ich weiß, sie ist wach. 5 Minuten später, ich schreibe, kommst du mal langsam online und willst die Wahrheit sagen? Wieder keine Antwort. Die dann so, ja, was willst du hören? Ich so, ja, die Wahrheit.
Sie fängt wieder an. Es war nichts gelogen. Ich so, es war nichts gelogen. Du hast diese Bilder geschickt, dies, das, dies, das, dies, das. Das war alles fake. Wir müssen hier verarschen. Nein, das war nicht gelogen. Und langsam werde ich aggressiv, weißt du? Weil ich erwarte nach zwei Wochen, drei Wochen, wenn sich die Lage beruhigt hat, dass sie langsam mit der Wahrheit rausrückt. Weil ich habe das nicht verdient, Bruder. Dafür bin ich zu korrekt gewesen in der ganzen Situation. Richtig? So wie ich es jetzt erzählt habe, der liegt da im Auge des Betrachters, wie jemand das sieht. Ich finde, ich habe die Wahrheit verdient. Und deswegen habe ich darauf beharrt. Ich so, wenn es nicht gelogen war, schick mal deinen Ausweis. Damit ich wenigstens weiß, ob dein Name richtig war, ob dein Alter richtig war. Bla bla bla. Ja, warte, schicke ich dir jetzt. 10 Minuten vergehen. Sie antwortet nicht. Ich schreibe einen Satz. Ich so, guck mal. Tu dir selber einen Gefallen. Schick mir jetzt deinen Ausweis oder du wirst es bereuen. Ich fange langsam an zu drohen, Bruder, weil es hat mich. Mittlerweile werde ich sauer. In der Situation war ich sehr sauer, Bruder. Ihr kennt mich ja. Kommt direkt online und schickt mir ein Bild. Es gibt ja die Funktion auf WhatsApp oder auf Instagram, dass man ein Bild nur einmal öffnen kann. Kennt ihr doch, oder? Sie schickt mir ein Bild auf WhatsApp von ihrem Ausweis. Ich mache Screenshot davon. Und das war nicht ein Bild von ihrem Ausweis. Das war ein Bild von ihrem Ausweis als PDF-Datei, wo man so in Apps sieht. Ich mache Screenshot, ich sehe den Ausweis und ich denke nicht viel nach. Ich mache Druck. Schick mir deinen richtigen Ausweis. Nicht auf Handy, Mandy, irgendwas, irgendwie Dings. Schick mir jetzt deinen richtigen Ausweis, fotografier den und schick ihn. Ja, ich bin gerade nicht zu Hause. Es ist 4 Uhr morgens, Bruder. Hanne, wo ist dieses Kind? Wo bist du? Ja, bei XY. Das ist wirklich mein Ausweis. Ich guck mir diesen Screenshot nochmal genauer an. Ich zoome. Steht da einfach ein Link, wo man einfach über Internet Daten angeben kann, Bild hochladen kann, Ausweis. Ich kann euch auch gerne sagen, wie die Seite hieß. Wie hieß sie nochmal? Oh, guck mal, sie hat mich mittlerweile blockiert, weil sie wusste, dass Teil 2 kommen wird. Jetzt hat sie mich blockiert. Ach, keine Ahnung, Digga, scheiß drauf. Irgendwie so eine Seite, wo du auf Krampf ganz schnell Ausweis wählen kannst. Und als ich dann diesen Link gesehen habe und selber diesen Link eingegeben habe um 4.30 Uhr oder 4.40 Uhr, Bruder, habe ich meine Synapsen bekommen. Ab da war vorbei, im Sinne von, so, ich bleib jetzt nett und vorsichtig. Egal, ob sie emotional schwach ist oder das ist oder jenes ist. Okay? Ich drehe durch. Ich, beleidigend, ich will die Beleidigung nicht aussprechen. Du, was traust du dich noch immer, mich anzulügen und nicht die Wahrheit zu sagen? Oder deinen Ausweis zu schicken, was auch immer. Ja, was hast du mit meinem Ausweis vor? Ich will wissen, ob du das wirklich bist, der du gibst zu sein oder nicht. Mehr war es nicht. Stattdessen schickst du mir ein Fake-Bild schon wieder und du spielst gerade mit deinem Leben. Wallah, genau das habe ich geschrieben. Mit dieser Sache, dass du dich gerade wieder nicht traust, die Wahrheit gesagt zu haben, f*** du gerade mit dem Falschen. Du hast offiziell mit dem Falschen offiziell. Sie geht offline, okay? Ich lasse sie 10 Minuten chillen. Ich schreibe nochmal. Sagst du mir jetzt die Wahrheit, was du 3 Monate lang abgezogen hast, wer du bist, ob was ist echt, was ist nicht echt oder nicht? Es ist alles echt. So, jetzt geht's los. Ich habe von ihr Bilder, okay? Bilder von ihr, Bilder von ihrer Schwester, Bilder von ihrem kleinen Bruder, Bilder vom verstorbenen Vater, Bilder von ihrem Opa, Bilder von ihrer Mutter, die verstorben ist, okay? Diese Sachen sind legitim. Ihre Mutter und ihr Vater ist verstorben. Also, falls an die Leute, die das Video geguckt haben, im Sinne von, ja, hat sie das jetzt durchgezogen mit, hatte der Vater Krebs, ist er wirklich gestorben oder hat sie das nur gemacht, um Jan anzuziehen? Nein, die sind wirklich tot. Die sind wirklich gestorben. Mama vor einem Jahr und der Vater jetzt vor kurzem. Du hast die strafbar gemacht. Einmal Gangster, Permaban bitte. Kommt er mir neu in den Stream und versucht mir irgendwelche gesetzlichen Filme zu Dings. Ich f*** und deinen Namen, hast du mich verstanden? Hör mir mal zu. Ob ich Straftaten begangen habe oder Straftaten gerade begehe oder was falsch getan habe, es interessiert mich nicht. Wer 3 Monate lang mit der Psyche eines Menschen spielt, Mitleid erzwingen will, um mit jemandem Kontakt zu haben, okay, verdient gar nichts. Hast du mich verstanden? Und ob ich dafür eine Anzeige kriege oder was auch immer, ist mir sowas von scheißegal. Das glaubt ihr gar nicht. Es ist mir scheißegal. Ich bin kein Vorbild in dieser Situation gerade, was jetzt gleich passiert und was ich euch erzählt habe. Aber ich werde es trotzdem erzählen, weil ich möchte, dass ihr daraus lernt. Wenn ich dafür angezeigt werde, eine Geldstrafe kriege oder irgendwas passiert, werde ich mir einen krassen Anwalt picken, die seine Mutter f***t. Weil ich habe ja den ganzen Chat, okay? Jetzt beruhigen wir uns. Ich schicke nach und nach die Bilder in die Gruppe. Von die Bilder, die ich habe, die sie mir selber geschickt hat. Mit ihrer Schwester zusammen, mit ihrem Vater zusammen, mit ihrem kleinen Bruder und dem Vater zusammen. Schicke ich alle nacheinander rein, weil sie ja nicht mal online kommt und mir aus dem Weg gehen möchte. Und sich denkt, nee, ich will nicht so, ja, ich erzähl's dir morgen, ich erzähl dir morgen die Wahrheit, ich erzähl dir. Nein, gibt's nicht mehr. Es ist 4 Uhr morgens, gibt's nicht. Ich will jetzt die Wahrheit haben. Ich schicke diese 4 Fotos, sie kommen online. Ich schreibe, hör mir mal zu, du kleine Lügnerin. Rückst du jetzt nicht die Wahrheit raus, werde ich morgen um 14 Uhr diese 5 Bilder posten. Ich weiß, wo du wohnst. Und vertrau mir, deine Geschwister werden nicht mehr zur Schule gehen können, weil
Ist ja klar, Bruder. Ihr seid ja überall in Deutschland, ne? Ihr seid ja überall. Ich werde durch diese Bilder mehr über dich herausfinden, was du wahrscheinlich auch nicht haben willst. Im Sinne von, wenn ich jetzt eine Person poste und ihr kommt aus dieser Stadt oder ihr kennt diese Person zufällig. Irgendjemanden kennt man immer. Meine Story gucken sich 100 bis 130.000 Menschen an. Denkt ihr, ich werde nicht herausfinden, wer die ist oder ob die jemand anderer kennt? Das habe ich reingeschrieben. Das erste Bild, was ich geschickt hatte, war von dem Bruder, von dem die so erzählt hat. Ja, der kommt gerade nicht klar. Er hat eine Platz und er hat sich hier geschlagen. Ich suche den ganzen Tag, wo sie sich ja auch nicht treffen wollte und so. Wisst ihr, ne? Sie schreibt, du kannst meinen Bruder nicht posten. Ich mit Adrenalin und Aggression. Du Piep, ich mache, was ich will und vertrau mir, ich mache das. Ich poste das nächste Bild. Deine Schwester und dein Dings poste ich auch. Deinen verstorbenen Vater werde ich auch posten, wenn du nicht mit der Wahrheit rausrückst. Sie schreibt, das traust du dich nicht. So wollen wir wetten, dass ich mich traue. Das machst du niemals, das würdest du niemals tun. Ich so, weißt du was? Ich poste jetzt schon. Poste jetzt gleich. Um 4 Uhr morgens poste ich. So, ist doch klar, dass ein Mensch dann böse unter Druck kommt, oder? Ich denke nicht, dass irgendjemand will, dass man öffentlich eine Person postet, denen es gerade nicht gut geht und die gerade eine schlechte Phase haben. Weil es ist ja klar, Bruder, wenn wir mal erwachsen reden wollen, der kleine Bruder, die Schwester, der Opa, wer auch immer in dieser scheiß Familie ist, kann nichts dafür. Kann nichts dafür, dass die krank ist und diese Leute ausgenutzt hat. Weißt du? Aber das war mir scheißegal, weil ich habe nach 3 Monaten die Wahrheit verdient. Hab ich, Bruder. Ich bin eigentlich ein sehr gut erzogener Junge. Ob ich beleidigt bin und manchmal ausrasse, spielt nicht zu dralle. Ich habe ein gutes Herz, Bruder. Ich habe ein gutes Herz, wirklich. Ich habe wirklich ein gutes Herz. So, ich kann das von mir selber aus sagen. Wenn ich jemandem helfe, helfe ich, Bruder. Man sollte niemals seine guten Taten sagen, aber ich war nett, Alter. Wirklich, ich war nett. Was macht sie jetzt? Gut zuhören. Was macht sie jetzt? Seid ihr bereit? Statt da die Notbremse zu ziehen und die Wahrheit zu sagen, denkt sie wirklich, dass sie mir drohen kann. Wisst ihr, was sie geschrieben hat daraufhin? Du weißt gar nicht, was ich von dir habe. Und ich habe in meinem Kopf, was denn? Irgendwelche Chats? Hast du mit meiner Mutter gefacetimed? So. Ich weiß doch, dass du mit meiner Mutter gefacetimed hast. Sie sagt, ich habe Bilder von deiner Mutter und deiner kleinen Schwester. An der Stelle, Leute, das habe ich auch schon auf den Streams gesagt, aber nicht in Uploads. Ich habe noch eine kleine Schwester. Ich habe ein Bild von dir, von deiner kleinen Schwester und von deiner Mutter. Wir erinnern uns zurück. Ich habe meine Mutter für einen Tag mit dir connecten lassen, weil ich im Glauben bin, das arme Mädchen hat ihre Mutter verloren. Und meine Mutter war für sie da für den einen Tag und hat geschrieben. Okay? Nur das im Kopf haben. Wie schätzt ihr mich ein? Dass ich vor sowas Angst habe? Oder dann zurückrudern werde auf Volladrenalin und mir dann denke, oh nein, okay, sag nicht die Wahrheit, wir blockieren uns jetzt gegenseitig, aber poste bitte meine Mutter nicht. Ich so, du da, Entschuldigung, die Mutter kann nichts dafür, Mutter ist gestorben, scheiß drauf, konzentrier dich schon, es ist ein Stream, nicht beleidigen. Ich beleidige und sag, poste meine Mutter und poste meine kleine Schwester. Keiner kann mir drohen. Was soll passieren, wenn es öffentlich wird? Habt ihr ein Bild von meiner Mutter gesehen? Habt ihr ein Bild von meiner kleinen Schwester gesehen? Und? Hab ich versucht, die 10 Jahre zu schützen mit Identität, dies, das. Okay, hab sie die gesehen. Kann man nichts machen, ist passiert. Macht jemand Faxen, wird seine Mutter kommt einer von meiner Haustür oder macht sich über meine Mutter lustig oder im Internet sein Leben. Kommt einer zu meiner Schwester und ist ja so, Bruder. Ich bin ein bekannter YouTuber in der Schule und so. Das ist das Einzige, was ich schützen wollen würde, dass keiner weiß, dass ich ihr großer Bruder bin, weil ich nicht will, dass die positiven Sachen von mir auf sie abprallen und auch die negativen Sachen. Okay? Da verstehe ich gar keinen Spaß, Bruder. Da verstehe ich gar keinen Spaß. Aber ich bin all in gegangen. Ich habe gesagt, mach. Aber ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, du wirst gefickt. Du wirst mich ein bisschen anficken, aber ich werde dein Leben das Leben deines Bruders, deiner Schwester, ihr werdet alle ihr werdet in eurer Stadt nicht draußen rumlaufen können. 100%, Bruder. Sie merkt, dass mich das nicht juckt. Ob sie ein Bild gemacht hat, weiß ich nicht. Schätze ich nicht ein. Sie wollte es nur testen. Hat sie es, wird es irgendwann veröffentlicht. Okay, kein Problem. Kein Problem. Ich habe gesagt, ich bin mit 5 alles offen. Ich gehe den Krieg, ist kein Problem. Daraufhin antwortet sie, du kannst diese Bilder nicht posten. Ach, nein, nein, nein. Sie sagt, okay, stopp. Nichts posten. Ich sag dir jetzt die Wahrheit. Jan, ich habe dich mit allem belogen. Die Bilder, die ich dir geschickt habe, das ist nicht meine Schwester. Das ist auch nicht mein kleiner Bruder. Das war auch nicht mein Vater. Das ist auch nicht der. Und ich fange an zu lachen. Ja, bestimmt. Bestimmt sind das nicht deine Familienangehörigen. Weil sie haben mir auch vertraut. Weißt du? Sagt, nein, das sind Freunde von mir, mit denen ich nichts mehr zu tun habe. Poste die nicht und so. Die können nichts dafür. Sie dachte, sie ist sehr schlau. Wirklich sehr, sehr schlau. Aber um 5 Uhr morgens hat das Gehirn nicht so krass funktioniert von ihr. Sie sagt, das kannst du nicht machen, die können nichts dafür. Davon hast du nichts, ist das. Ich so, oh, sind das nicht deine Familienangehörigen? Dann werde ich deine Freunde f***en. Oder irgendwelche Leute, die du aus dem Internet gefunden hast. Dann werde ich die f***en. Ist kein Problem. Die belastest du nicht einfach so. Ich auch. Dich f***en und die f***en auch. Twitch, ich meine mit im Sinne von, ich will dem Böses tun, weil ich halt 3 Monate halt angelogen wurde und die Wahrheit gerne hätte wissen wollen. Weißt du, ich meine, Twitch, das ist nur das. Wir drohen hier niemandem, das ist nicht gut, Twitch. Das bringen wir hier niemandem, das ist Roleplay alles.
Sie dreht durch. Bitte mach das nicht. Doch, ich mach das. Bitte mach das nicht. Das kannst du nicht tun. Ich so, und wie ich das mache? So wie du mich 3 Monate lang angelogen hast mit solchen Sachen und noch immer die Wahrheit nicht sagen willst, werde ich es aus dir erzwingen. Guck, was ich mache morgen. Schlafgut schreibe ich. Sie kommt wieder online. Spammt mich voll. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich sag dir die Wahrheit, ich sag dir die Wahrheit, ich sag dir die Wahrheit. Daraufhin kriege ich 2 Videos geschickt. Im Nachhinein muss man sich immer im Klaren sein, was man tut und wie weit man geht, Chat. Und ich sage noch einmal, ich sage nicht, dass ich in der Situation perfekt gehandelt habe. Sage ich nicht, Bruder. War ein Riesenfehler, einen Menschen unter Druck zu setzen. Aber mit welcher Absicht? Meine Mutter wurde eingemischt. Mir wurde bedroht auch, nur weil ich die Wahrheit wissen wollte. Sie schickt mir ein Video, ich will es harmlos ausdrücken, wo sie mir droht, dass sie sich was antun wird und sie hat sich was Kleines angetan. Und schickt mir halt ein Video davon. Ich mit Adrenalin im Kopf denke mir, Bro, sie belügt mich seit 3 Monaten. Ich nehme das auch nicht ernst. Man stirbt schon nicht davon, dass man sich mal eine kleine Wunde zutut. Was nicht cool ist. Sie wollte halt damit die Notbremse ziehen und mir Angst machen. Guck mal, ich werde mich wegen dir... wenn du das machst. Hattest du Mitleid? Ich habe gar nicht auf dieses Video reagiert. Oder auf das Foto, wie sie es gemacht hat. Sah zwar gruselig aus, aber ich nehme ja gar nichts mehr ernst von ihr. Von diesem kranken Mensch. Ich schreibe, sagst du jetzt die Wahrheit oder nicht? Und dann hat sie die Wahrheit gesagt. Seid ihr bereit für die Wahrheit? Seid ihr bereit für die Wahrheit? Sie hat angefangen. Von A bis Z alles gesagt. In einer halben Stunde. Alles, was ich dir gesagt habe, war gelogen, außer dass meine Mutter und mein Vater wirklich gestorben sind. Mein Vater ist nicht an Krebs gestorben, sondern an etwas anderem. Und ab da habe ich angefangen, die Fragen zu stellen. Warst du in der Türkei in der Zeit, wo du mir das und das gesagt hast? Weil im Nachhinein, wenn man sich die Reaktion von mir anguckt, wie ich das alles erkläre und erzähle, hätte man schon sehr früh darauf kommen müssen, im Sinne von, guck mal, die ist immer da, wo ich auch bin. Oder immer eine Woche später, wo ich auch bin. Ist zu auffällig gewesen. Aber daran habe ich nicht gedacht, Leute. Ich sage euch auch, warum. Ich habe es auch oft genug erklärt. Bro, ich bin mit meinen Gedanken ganz woanders. Ich bin nicht nur mit einer Person am Schreiben und mir Gedanken am Machen, nur das. Bro, ich habe doch zig Sachen im Kopf, um die ich mich kümmern muss. So, die Kamera geht hier gleich aus und ihr wisst nicht, was ich nach dem Stream mache. Was ich morgen zu tun habe, was für private Probleme ich vielleicht habe, mit wem ich was zu tun habe, was für ein Geschäft da gerade am Platzen ist, ob da was gut läuft. Weißt du, ich meine? Damit ihr das vielleicht ein bisschen versteht. Dann fange ich an zu fragen. Warst du da, warst du da, warst du dort? Nein, 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 war ich nicht. Da war ich nicht, das stimmt nicht. Also da, wo sie mir mal gesagt hat, ich bin dort, ich komme auch, sie war nie dort. Sie war immer in Deutschland. Dieses Spiel hat sie sehr gut gespielt. Und ich werde euch auch erklären, warum sie so gut gespielt hat. Das erkläre ich euch gleich. Wisst ihr, wo sie die ganze Zeit war, als sie mit mir 3 Monate diesen Film durchgezogen hat? Eine normale Person, die mit dir normal geschrieben hat, alles erklärt hat, erzählt hat. Wisst ihr, wo die war? Laut sie, okay? Ab jetzt kann ich nicht mehr sagen, ob es wirklich stimmt oder nicht. Ich kann es nur einschätzen, ob sie mir jetzt die Wahrheit gesagt hat oder nicht. Wirklich, Chat. Aber ich sag's euch, die war im Krankenhaus auf Medikamenten. Aufgrund des Todessache von ihrer Mutter, von ein Jahr davor, kam sie darauf nicht klar und ist lost. Ist voll auf Medikamenten, Bruder. 3 Monate lang habe ich mit einer Person geschrieben, die voll auf Stoff ist, Bruder. Auf Tabletten, auf was auch immer. Die einen Film gefahren ist, Bro. Meiner Meinung nach, diese Sache glaube ich ihr. Ich weitere Fragen gestellt. Was sagst du dazu? Stimmt das? Ja, ist doch egal, ich habe gerade Schmerzen und morgen lebe ich vielleicht nicht mehr. Ich gehe gar nicht drauf ein, es juckt mich gar nicht, Bruder. Ist mir egal, ob du von mir gehst, es ist mir egal. Erzähl weiter, ich frage weiter Fragen. Irgendwie nicht glaubwürdig, dann Abi. Okay, Tolga, wenn du es sagst, dann glaube ich dir. Ich frage, hä, aber du hast doch FaceTime mit der gemacht. Alia, ich würde dich bitten, das Video nochmal von vorne anzugucken. Ich habe mich sogar mit ihr getroffen. Die Person gibt es, bitte. Dumme Nachrichten möchte ich nicht lesen. Das ist eine gute Frage, Nesterin. Hast du das nicht bei dem Treffen mit ihr gemerkt? Habe ich nicht. Weil sie eine sehr gute Schauspielerin ist. Ich habe es nicht gemerkt. Im Nachhinein, wenn ich so nachdenke, wo sie geantwortet hat oder wo sie komisch geatmet hat oder wo sie komische Augen vielleicht hatte und so. Im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, dachte ich mir auch, okay, das war nicht so normal eigentlich. Jetzt fragt euch bestimmt Jan, du bist seit 10 Jahren im Internet. Wie kann es sein, dass du dich so schnell von einer Person um den Finger wickeln lässt oder dich verarschen lässt? Erstens, ich habe nie böse Absichten. Nie. Zweitens, sie gibt zu. Ich so, wie hast du das mit den Bildern gemacht? Wie hast du diese Instagram-Beiträge gehabt? Wie hast du das und das und das gemacht? Das alles, was ich euch erklärt habe. Sie hat Online-Marketing studiert, Jungs und Mädels. Sie hat Online-Marketing studiert und das gehört dazu im Job. Du musst gut sein in dieser Sache. Eine Sache ist die Wahrheit. Sie war wirklich in New York und in L.A. Sie war da überall. Vor 2 Jahren. Das heißt, all diese Bilder, archivierten Sachen, Flüge, wie sie in den Flieger steigt, das und alles macht, sind alles Aufnahmen von vor 2 Jahren gewesen. Alles! Natürlich ist das bis dahin realistisch. Ich fliege zufällig nach Miami, sie ist vor 2 Jahren dahin geflogen. Die kleine weißt du, ich mein? Ab dann hat's auch bei mir aufgehört, dass ich sauer wurde. Ab dann habe ich nur noch Props gegeben. Ich so, krass. Wie hast du das gemacht? So. Krass. Wie hast du das gemacht? Ja, das macht man so und so und so. So, krass. Heftig.
die ganze Zeit geschrieben. Krass, hast du gut gemacht. Jetzt kommen wir zur Hauptfrage. Nachdem ich alles aufklärt. Darüber will ich gerade nicht ins Detail gehen. Was sie wie gemacht hat und wie sie das getan hat, wie sie das. Fakt ist, die ist krank, ist auf Tabletten, ist durch. Kommt aber trotzdem zur Hauptfrage. Warum genau, Machete King? Warum hast du das gemacht? Warum hast du das mit mir gemacht? Und jetzt würde ich mal gerne im Chat wissen, was ihr dazu sagt. Warum macht sowas ein Mensch? Ich werde euch die Antwort gleich geben. Ich habe euch im ersten Teil erklärt gehabt, dass ich wirklich nicht mehr auf Frauenjagd bin, auch wenn ich manchmal Leuten antworte, okay? Sehr selten. Kommt nicht auf die Idee, mir zu schreiben, Mädels. Lasst mich in Ruhe. Ich weiß, ihr guckt euch diese Videos an, ihr stalkt mich, aber schreibt mir nicht. Schreibt mir nicht. Ist besser für euch. Ich habe euch gesagt, dass ich Chats archiviere oder einschränke. Und diese Funktion gibt es jetzt seit 2 Jahren. Oder seit 1,5 Jahren. Oder seit 1 Jahr. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gibt es das nicht so lange. Und ich habe euch gesagt, dass ich früher öfter mehr Frauen geantwortet habe. Richtig? Vor 3 Jahren. Da habe ich öfter Leuten geantwortet. Ich hatte mich irgendwann getrennt. Natürlich, Bruder. Habe mich mit Leuten getroffen, geschrieben, dies, das. Und die Chats sind alle gelöscht. Und als sie mir in New York geschrieben hat, war sie nicht in meinen Anfragen. Sie war direkt bei meinen normalen Nachrichten. Wisst ihr, was sie gesagt hat? Ja, um dich zu gewinnen. Im Sinne von, ich habe schon damals versucht, dich zu überzeugen oder dich so für mich zu gewinnen. Aber du bist nicht auf mich aufgesprungen. Du bist nicht angesprungen. Und ich muss euch eine Sache sagen. Ich schwöre es euch, ich würde euch gerne ein Bild von ihr zeigen. Das ist wirklich eine gut aussehende Frau. Sie ist wirklich nicht hässlich. Null. Null, Bruder. Ich denke auch nicht, dass sie vor 3 Jahren schlecht aussah, weil ich antworte keinen Hässlichen. So, hässlich liegt ja im Auge des Betrachters. Wer bin ich, Bruder? Wer bin ich? Guck mich an. Guck mich an, Bruder. Wer bin ich, Bro? Ich wollte dich unbedingt gewinnen. Ich so, womit habe ich das verdient, dass du mit mir 3 Monate diesen Film geschoben hast? Ja, die sind halt wirklich gestorben und ich bin halt. Was soll ich dir sagen? Die sagt, ich bin krank. Sie sagt, ich bin krank, es tut mir leid. Sie schreibt einfach nur, ich bin krank, es tut mir leid. Ich bin krank. Ich bin in Therapie. Ich bin krank. Es tut mir leid. Hanne von der, es tut mir leid, kann ich mir aber nichts kaufen. Weißt du, was ich meine? Ich so, warum machst du das? Hanne, ich versuche von einer kranken Person eine logische Antwort zu kriegen, habe ich aber nicht bekommen. Eine Sache ist nicht gelogen, die hat Geld. Die ist nicht Multi, aber sie hat viel Geld. Weil ihr Vater, woran der gestorben ist, will ich euch nicht sagen. Da sind ein paar kriminelle Sachen wohl, bla 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 bla, keine Ahnung. Die hat auf jeden Fall ein bisschen Geld, weil sonst kann sie nicht 2 Jahre lang ohne Arbeit chillen. Der geht's gut finanziell. Ich weiß nicht, ob sie finanziell besser geht als mir. Kann sein, muss nicht sein. Sie hat Geld. Geld ist nicht das Thema. Die Sachen hat sie auch bewiesen. Sie hat ja alles offengelegt danach. Alles aufgelegt. Und nachdem sich dann die Lage beruhigt hat und ich 5-mal darüber nachdenke, warum hast du das gemacht, warum hast du das gemacht, warum hast du das gemacht, ich habe das nicht verdient, wieso ich, auch jemand anderen sein Kopf. Weißt du, ich meine? Ja, hieß es einfach nur, dass sie krank ist und dass sie nichts dafür kann. Und dann hat sie mir geschrieben, ja, wie geht's jetzt weiter? Du hast mich 3 Monate lang angelogen? Ich war sowieso nicht auf was Ernstes aus so. Ihr wisst ja selber, du hast ja den Film. Du hast ja den Film gelebt. Ah, dann habe ich sie gefragt, warum hast du an dem Tag diesen Film geschoben mit, du bist in der Türkei und willst mich unbedingt sehen und mich abholen. Ich habe dich doch in Deutschland schon getroffen gehabt. Du hättest doch einfach nur chillen können und wenn du mich hättest sehen wollen, wäre ich doch sowieso bald wieder in Deutschland gewesen. Oder nicht, Chat? Das ist doch logischer Menschenverstand, oder? Kurz bitte einmal Ja schreiben, Chat, damit ich euch die Antwort darauf geben kann. Normalerweise hat sie das doch richtig clever gespielt. Sie muss doch diesen Film nicht fahren, dass sie auch gerade in der Türkei ist und mich unbedingt sehen will und mich abholen will und das. Ich habe mich doch schon in Deutschland mit ihr getroffen. Das heißt, sie hätte den Film weiterschieben können, bis ich wieder dahin komme und dass wir uns da treffen und dass ich das weiter aufbauen könnte. Zukunftsmäßig. Dann hat sie gesagt, ja, ich wollte, dass du an dem Tag eskalierst und mich blockierst und mich hasst, weil ich zu weit gegangen bin und irgendwann alles aufgefallen wäre. Checkt ihr? Weil sie hätte dann irgendwann ja alles beweisen müssen und hat dann halt eine Story geschoben, sodass sie nach 3 Monaten dann mich dazu bringt, dass ich Kontakt abbreche. Hat sie auch geschafft. Aber nach 2 Wochen kam sie dann wieder zurück und wir haben ja dann geschrieben, dies, das. Und hab sie dann in die Enge getrieben, wo sie dann wieder abhauen wollte mit Fake-Ausweis, bla bla. Und dann hat sie halt geschrieben gehabt an dem Tag, ja, wie geht's jetzt weiter? Denkst du, das hat noch Zukunft mit uns und so? Ich so. Digga, Alter, wie schätzt ihr mich ein? Ich habe darauf einfach gar nicht mehr geantwortet, Bruder. Ich konnte darauf gar nicht mehr antworten. Ich so, bitte schreib mir nicht und werd gesund. Da hat sie mir gestern nochmal geschrieben. Jan, meine Schwester hat das Video gesehen. Bitte pass auf, dass du manche Sachen nicht erwähnst, die ich auch gerade schon ein bisschen erwähnt habe. Ich bin nicht sehr ins Detail gegangen, aber das meiste habt ihr eh verstanden. Dass die nicht falsch über mich denken, bla 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 bla. Das hat sie mir auch geschrieben, so 5-6 Sätze. Darauf habe ich ja nicht geantwortet und darauf hat sie mich auch blockiert. Ja. Daraufhin sage ich euch jetzt eine Sache. Wir blockieren die jetzt auch. So, weg mit dir. Das ist die Geschichte dahinter, meine Damen und Herren. Was haben wir daraus gelernt? Was haben wir daraus gelernt? Zuhören. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die hier teilweise zuschauen. 200.000 Menschen, die den ersten Teil hier geschaut haben. 220.000 Menschen, 25.000 Menschen, die es geliked haben und es gefühlt haben. Lernt aus dieser Story und fällt nicht auf solche Menschen rein. Seid vorsichtig, seid nicht so motiviert, lasst euch nicht blenden, hinterfragt etwas, redet mit euren Freunden, passt einfach auf, passt auf eure Geschwister auf, denn es gibt bestimmt noch viel schlimmere Sachen. Ich bin nicht sauer auf die. Ich sag's euch ehrlich, ich bin nicht sauer auf die. Die ist krank, die wurde schon genug bestraft, die Eltern sind gestorben, vor kurzem. Eine von 1 Jahr, die andere links, die brauchte jemanden, die brauchte eine Besuchsperson. Aber Bro, es sind doch 3 Jahre vergangen. Nehmen wir mal, vor 3 Jahren hatte ich keinen Bock auf dich.
Vielleicht hätte ich doch Bock auf dich gehabt, wenn du mir nochmal normal geschrieben hättest und gesagt hättest, hey Can, ich will nur mit dir reden, mir geht zurzeit nicht so gut. Wäre das nicht die einfachste Situation gewesen? Klar, vielleicht wäre ich direkt drauf auf eingesprungen. Aber ihr wisst doch, dass ich ein emotionaler Mensch bin. Ich hätte bestimmt geantwortet, hey, was ist los, sollen wir reden? Vielleicht hätte sie mir dann optisch gefallen, sodass ich dann mich mit der getroffen hätte und ihr geholfen hätte. Kann man doch nie wissen. Aber dass man wirklich so weit geht, 3 Monate lang einen Menschen binden will mit Emotionen, das passiert so, das geht gar nicht, Digga. Und ich spreche zu jedem, der das macht. Jeder, der sowas macht, mit Gefühlen spielt, jemanden was vormacht, dies, das. Ihr werdet alle in der Hölle landen, Digga. Gott soll euch bestrafen. Wallah. Ich habe diese Story nur erzählt, damit meine Zuschauer in Zukunft aufpassen und dass die Leute, meinetwegen sollen Leute über mich lustig machen und sagen, hey Can, soll ich dich damit abholen? Ich hab meinen Seelenfrieden. Ich weiß, dass ich gute Sachen gesprochen habe, vielleicht manchmal nicht gut reagiert habe. Ich bin kein perfekter Mensch, aber ich glaube an Gott, Digga. Die werden alle ihre Strafe bekommen. Weißt du, ich meine? Jetzt könnt ihr gerne auch nochmal eure Meinung hier in die Kommentare reinschreiben. Sagen, was ihr zu diesem Thema sagt. Das Video ist jetzt online. Ich habe noch eine Menge Stories am Start, die ich euch vielleicht irgendwann auch erzählen kann. Vielleicht mache ich das auf meinem Hauptkanal in zukünftig. Hat Hauptkanal-Content, Hauptkanal-Niveau eigentlich, diese Stories und so. Aber ja, ich bin ein authentischer Mensch. Ich muss nicht alles auf einmal auspacken. Ich brauche gerade keine Promo für irgendwas. Ich will einfach nur mein Ding machen und ich werde in Zukunft noch vorsichtiger sein. Und das ist für einen Menschen wie mich sehr schade. Ihr kennt meine Historie und ihr kennt meine Geschichte. Und dass man sich dann irgendwann mal wieder auf jemanden einlässt und dann so geht, Bruder, ist ein weiterer Beweis dafür, dass man lieber Single bleiben sollte. Aus meiner Perspektive aus.